Liebe Freunde von Grundrechten, speziell des Versammlungsrechts. Heute veröffentlichte die Polizei Sachsen eine Pressemitteilung, die mich dann doch etwas in Erstaunen versetzt hat. Titel: Polizeieinsatz am 12. Dezember. Ganz unschwer zu erkennen ist es erst in 2 Tagen, kommenden Samstag. Und ohne das jetzt alles vorlesen zu wollen, möchte ich euch mal kurz erzählen, was die Polizei also für den Samstag erwartet. Die Dresdner Querdenker haben eine Demonstration angezeigt, und zwar schon vor Wochen, haben inzwischen eine Untersagung erhalten von der Dresdner Versammlungsbehörde, und die Polizei geht also davon aus, dass tatsächlich trotzdem Demonstrationen stattfinden werden. Und ja, Gefahrenprognose. Die Dresdner Polizei geht von einer bundesweiten Mobilisierung der sogenannten Querdenker-Szene für die Versammlung am 12. Dezember in Dresden aus. Beworben wird das Datum zudem in der Hooligan-Szene Sachsens und benachbarter Bundesländer sowie in europäischen Ländern. Dazu muss man, wie gesagt, wissen, dass diese Demo schon vor Wochen angezeigt wurde und dementsprechend ganz legal beworben wurde. Hier wird der Eindruck erweckt, als würde das weiterhin stattfinden, obwohl das meiner Kenntnis nach nicht der Fall ist durch die Querdenker-Szene. Hier wird also eine Kriminalisierung betrieben aus meiner Sicht, weil man hier jetzt die Hooligan-Szene ins Spiel bringt. Weiß ich nicht. Treibe ich mich nicht rum? Weiß ich nicht. So, der Personenkreis der Teilnehmer ist heterogen und weit gefächert. Ich weiß nicht, was heterogen und weit gefächert bedeuten soll. Heterogen griechisch, vielfältig, naja. Die Polizeidirektion Dresden rechnet für den 12. Dezember mit einem höheren Anteil von Rechtsextremisten unter den Versammlungsteilnehmern, an den Haaren herbeigezogen. Versammlungsablauf entgegen der Auflagen prognostiziert. Teilnehmer von Querdenkenversammlungen betrachten das Nichttragen des Mund-Nasen-Schutzes und das Unterschreiten des Mindestabstands als Protestform. Wieder eine Unterstellung. Aufgrund bundesweiter Erfahrungen geht die Dresdner Polizei davon aus, dass auch am Samstag ein Großteil der Teilnehmer vorsätzlich gegen Auflagen und Beschränkungen verstoßen wird. Dazu auch eine kurze Anmerkung. Die Landtagsabgeordnete der Linken, Kerstin Köditz, hatte nach der Querdenken-Demo am 31. Oktober in Dresden eine Anfrage an die Staatsregierung bzw. an das sächsische Innenministerium gestellt und wollte etwas wissen zu Auflagenverstößen. Ihr wurde unter anderem mitgeteilt, dass über 700 Atteste vorgelegt wurden auf der Demo selbst und darüber hinaus 70 Schwerbehindertenausweise. Wenn man also davon ausgeht, dass rund 5000 Menschen auf der Demo am 31. Oktober waren und 770 ein Attest oder einen Schwerbehindertenausweis vorlegen konnte, dann hatte also ungefähr ein Siebtel der Versammlung, und es wurden ja nicht alle kontrolliert, einen Attest, der sie von der Mundschutzpflicht befreit. Und hier steht, dass die Teilnehmer vorsätzlich gegen Auflagen und Beschränkungen verstoßen würden. Das ist eine Frechheit. Auch wurden durch Versammlungsteilnehmer bislang Auflösungen kaum akzeptiert. Also in Dresden, die Versammlung wurde nicht aufgelöst. Die Staatsregierung hatte auf die Anfrage der Frau Köditz geantwortet, dass sich Versammlungsbehörde und Polizei einig waren, dass eine Auflösung der Versammlung am 31.10. Aus Infektionsschutzgründen nicht sinnvoll gewesen sei, und jetzt damit anzukommen, dass in Deutschland andere Teilnehmergruppen sich nicht an Auflagen gehalten hätten und die Auflösungen nicht akzeptiert hätten, ist ebenfalls eine Frechheit. Eine Versammlung wegen Sippenhaft zu verbieten und zu verunglimpfen ist eine Frechheit. Merkt euch das. Weiter, ein zügiges Verlassen des Versammlungsortes mit dem Ziel der Auflösung fand bundesweit nicht statt. Stattdessen verweilten die Versammlungsteilnehmer auf der Versammlungsfläche oder versuchten, weitere Spontanversammlungen anzuzeigen. Das ist legal. Das ist im Grundgesetz verbrieft, dass man natürlich Spontanversammlungen machen darf. Das ist eine arschlochmäßige Argumentation. So. Aktuell hohe Inzidenz,
und damit verbundene hohe Krankenhausauslastung. Lächerlich. Lächerlich. Wieder Nullargument. Nach öffentlichen Angaben des Robert-Koch-Institutes liegen die Inzidenzzahlen für Sachsen weit über dem Bundesdurchschnitt. Kann ich auch was dazu sagen? Sie lagen lange Zeit unter dem Bundesdurchschnitt und das Dresdner Gesundheitsamt und soviel ich weiß auch die sächsische Staatsregierung als Exekutive haben keine Ahnung, wie hoch die Testzahlen sind. Sie haben eine Kenntnis darüber, wie hoch die positiven Testergebnisse sind, aber sie haben offenbar oder angeblich keine Ahnung über die Gesamttestzahlen. Ich gehe schwer davon aus, dass die Testzahlen in die Höhe getrieben wurden, damit man Sachsen ordentlich an die Karre fahren kann. Und das weiß auch die sächsische Staatsregierung, da bin ich mir ganz sicher. Hier wird mit erhöhten Testzahlen die Inzidenzrate nach oben getrieben, ohne dass die Krankenhausauslastung weit über dem Schnitt läge. Ich kann es nur für Dresden spontan sagen, am 1. September gab es genau 0 Covid-19-Patienten auf Dresdner Intensivstationen und die Auslastung lag bei über 91%, also die der Intensivstationen in Dresden. Heute liegt die Auslastung bei etwas über 80% und es sind 57 Covid-19 oder vermeintliche Covid-19-Patienten auf Dresdner Intensivstationen. Hier wird gelogen, dass sich die Balken biegen. So, jetzt kommt noch ein Interview mit dem Herrn Kubiesa, wer auch immer das ist. So, was wollte ich denn noch? So, hier. Die Polizeidirektion Dresden hat für ihren Einsatz auch Wasserwerfer angefordert. Diese werden im Stadtzentrum sichtbar stationiert sein. Ich habe nachgeguckt, wie das Wetter erwartet wird. Es werden 5 Grad am Samstag erwartet in Dresden. 5 Grad Höchsttemperatur. Und hier wird mit Wasserwerfern gedroht, wobei bisher alle Querdenken-Demos in ganz Deutschland friedlich abgelaufen sind, wenn man mal von linken und rechten Extremisten absieht, die sich in die Demonstration eingeschmuggelt haben, was komplett legal ist, solange man nichts Illegales tut. Friedliche Querdenker-Demos werden mit Wasserwerfern bedroht. Und jetzt kommt noch die Krönung. Interventionskräfte zum Schutz von Medienvertretern. Die Dresdner Polizei hält am Samstag erstmals Interventionskräfte zum Schutz von Medienvertretern vor. Mehrere Teams sind im Einsatzraum präsent und können von Medienvertretern direkt vor Ort angesprochen werden. Alternativ können Medienschaffende unter der Rufnummer bliblablub polizeiliche Unterstützung anfordern. Jörg Kubiesa, wer auch immer das ist, die freie Berichterstattung ist ein hohes Gut. Sie zu gewährleisten, ist für mich kein Lippenbekenntnis. Leider machen die Übergriffe am Rande derartiger Versammlungen diesen Schutz notwendig. Zitat von dem Polizeifuzzi: Ich glaub's hackt. Und hier werden Grundrechte wie die Versammlungsfreiheit eingeschränkt und darüber wird hinweggegangen. Es ist wirklich nur noch abartig. Ihr seid wirklich einfach nur noch pervers. Dankeschön.